Die Salzburger konnten in dieses Spiel in stärkster Aufstellung gehen mit der zuletzt erfolgreichen Mannschaft. Die Kremser hatten 5 Verletzte vorzugeben. Die Salzburger verbummeln die erste Halbzeit, zeigen erst nach der Pause eine ansprechende Leistung. Cornerball von Rustic und Weber. 61. Minute, 1:0 für Salzburg. Die Wiederholung zeigt Leiner mit dem Kopf zu Weber. Und das ist die Führung für die Salzburger. Sie kommen immer wieder gefährlich über Wilfurt, über die rechte Seite, aber Kegelwitz vergibt sehr viele Chancen in den zweiten 45 Minuten. Bei Krems fehlen 5 Stammspieler. Am meisten merkt man, dass Mario Kempes nicht mit dabei ist, auch bei diesen Standardsituationen. Die Krems haben nur wenige gute Tormöglichkeiten. Es bleibt beim Ergebnis. Salzburg gewinnt in Krems durch das Tor von Heribert Weber mit 1:0. Viel Freude bei den Zuschauern aus Salzburg. Bleibt also noch ein Spiel.